Herzlich willkommen zum verregneten Rennen aus Mexiko mit Felix, Max und mir. Hallöchen. Hallo, Löwe. Hallo. Findet ihr auch, dass das gefühlt noch mehr regnet als im Qualifying? Ja, so ein bisschen schon. Also der Sound klingt härter. Max Platz 1, ich Platz 2, Felix Platz 3. So geht's auf die lange, lange, lange erste Gerade mit wahrscheinlich gut startenden Mercedes direkt hinter uns, und zwar in einer Reihe. Bin ja mal gespannt, lange. Gut Schuss, guter Start. Ja, lange Gerade auch noch. Kommt auch noch dazu. Mal schauen. Vor allem die Mercedes. Boah, ey, der kommt jetzt schon wieder durch. Da habe ich Bottas die Tür zugemacht. Da hätte ich mich dadurch fast selbst gedreht. Oh, Felix, halt dich! Oh Gott. Boah! Es hat keiner auf der Ideallinie gefallen. Es waren alle links. Sorry. Felix, wir sind hier zu dritt mit Bottas. Ich habe den schon zweimal berührt, aber wäre ich dadurch gedreht worden, wäre das auf jeden Fall mein Fehler gewesen. Das muss ich eingestehen. Ich habe dem so die Linie gekürzt. Das regnet viel mehr als im Qualifying. Oh, ohne Witz. Alter, man rutscht hier so. Echt so. Guck mal, man sieht jetzt erstmal nur so die Schlieren. Ja. Vorher war da schon kein Wasser. Gelb hinter uns. Ich war nicht dran beteiligt, da steht einer. Oh mein Gott. Was eine erste Runde hier, Leute. Und wieder beginnt der Dreikampf. Ja. Ja, moin. Kann DRS ballern. Technischer Defekt. Das wäre natürlich im Trocknen interessant gewesen mit der langen Geraden und DRS. Ja. So, Live-Tabelle sagt, Max ist Weltmeister. Eine Runde Fettfahren verbraucht so viel Sprit. Okay. Keine schöne Linie, die ich hier fahre insgesamt. Können ein bisschen weniger werden. Wetterbericht. Der leichte Regen, das ist kein leichter Regen, das ist Starkregen, Bro. Das zählt noch als ein Tropfen hier. Obwohl die Wolken lösen sich auf, oder? Ja, es wird auf jeden Fall weniger. Die Frage ist, ob es trocken wird. Schwierig. Ich meine, selbst wenn es jetzt aufhört, wäre es ja erstmal nass, weil es eigentlich schon ganz schön heftig ist, finde ich auch. Ja. Wie viel Zeit bist du gefahren? 32,5. 32,8. 1,33. Innerhalb einer halben Sekunde alles. Boah, man dreht sich so schnell weg. Aber wenn man den ersten Sektor gut kann, dann kann man den zu seinem Sektor machen. Das stimmt. Also ich verliere 0,2 oder 0,3 Benzin pro Runde, obwohl ich Standard fahre. Dann schaltest du zu spät. Und ich komme weit raus. Ja, in den Dingens, in den Doppelkurven wechsle ich immer zwischen Gang 4 und 5. Und das bin ich schlecht gefahren. Ich meine, auf den Geraden haben die Dinger ja trotzdem Pace, ne? Da hält sich so, dass sie dann da langsam sind.
Strecke war ganz schön rutschig. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Jetzt sind, glaube ich, alle gleich gefahren, oder? Gleich schnell. 1:32,6. Ja, ich auch. Schneller als ich. Ich konnte mich gerade nicht überbieten. Ja, Regen ist schon ekelhaft. Wir haben 18 Runden. Mhm. Und in der USA fährt man 14, oder was? Das ist ja aber eigentlich hier auch eine relativ kurze Strecke, ne? Wenn du trocken fährst, bestimmt hier 1:20. Würde ich schätzen. Ich glaube, wenn man das in echt fährt, ist das ganz anders, weil du hast deine Bremspunkte, ja, du kommst mit der Strecke klar und dann kommst du hier drauf und kannst einfach nicht so fahren wie vorher. Ja. Was wird weniger, habe ich das Gefühl. Oder ich komme jetzt nur mit der Linie klar. Nicht schwierig zu sagen gerade. Die Strecke trocknet jetzt ab. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Lol. Was? Bei mir genau den gleichen Funkspruch und in dem Moment alternative Strategie. Echt jetzt? Aber nicht mit Trockenreifen. Er hat noch gesagt, genau das, was du gesagt hast, mit, auch in dem Moment dann so mit hier noch die falsche Wahl und so weiter. Okay. Mal gucken. Ist angekommen, bestätige. Aber ich komme auch an Max leider nicht so gut ran. Der ist hungrig. Titelhungrig. Nee, hab grad gegessen. Da steht einer auf Start und Ziel. Wenn das Hamilton ist, dann geht's hier zwischen uns Felix und Platz 2. Also wenn er das zufällig sein sollte. Das war vielleicht gerade ein bisschen optimistisch von mir. Trocken kannst du auf jeden Fall noch nicht fahren. Nee. Vielleicht schaffen wir wieder so einen guten Übergang wie in Japan. Ja. So, wer steht hier? Stroll. Naja. Stroll, mein Mate. Ja, er sagt so, okay, alles klar, obwohl ich gar nichts bei mir auch, habe. Leute, wir haben voll die gleichen Funksprüche gerade. Achso, ich glaube, weil Gelb zu Ende war, oder? Ja. Wie sieht's mit der CPU aus? Hält die gut mit? Nö. Nee. Boah, das ist zwar hinter mir, aber nicht mal ein Pfeil. Ich habe die ganze Zeit nichts hinter mir gesehen. Okay. 1,6 auf Felix wurde mir gerade durchgesagt. Da bin ich scheiße gefahren und habe kurz eine Verwarnung fürs Abkürzen gekriegt. Da werden wir zum Schluss jetzt hier aber doch nochmal mit Regen verwöhnt. Ja, Abu Dhabi und Brasilien ist auch nochmal. Oh Gott. Brasilien, schöner Monsun, sagst du, blaue Reifen? Auf jeden. Ja, Brasilien wäre trocken geil. Das Schlimmste wäre Abu Dhabi Regen. Ja. Das passt Brasilien glaube ich hin. Auch. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt. Regen bei Nacht. Dann bin ich atemlos durch die Nacht. Ja, wird jetzt trocken oder nicht? Nicht so richtig. Aber es wird immer noch. Bin jetzt so rein, mach Slicks drauf.
oder rot? Rot. Kann man auf der hier lila fahren? Ja. Ja. Nee. Ich glaube nicht, dass ich das durchhalte. 10 Runden. Ich glaube dann doch besser bedient. Boah ja, doch, der Grip wird echt heftiger. Also Sektor 2 hier sind noch viele Tropfen. Und mit Traktion wird auch schwierig in den. Ja, hier die Links-Rechts-Kurven sind noch ganz schön nass. Ja, ja gut, die sind echt noch. Aber trotzdem nicht bei mir. Also den doch, den konnte ich jetzt hier echt fünfter Gang super durchziehen, du. Ja, ich auch. Also man merkt echt schon, dass es besser wird. Max macht das Wasser weg, weißt du? Ja. Und dann kommen hier die Red Bulls wieder mit ihren Flügeln. Vor allem mit den heilen Frontflügeln. Ah, zum Glück. Ja. Felix, sag dann gleich mal, wie es auf den Slicks ist. Jo. Achso, ich dachte, du gehst jetzt schon. Ist er ja. Hä? Hey, warum? Ich bin hinten jetzt, ich bin hinter Didi. Ja, ist klar. Mein Manager hat gerade bestätigt, dass du nicht in der Box warst. Komisch, dass unser von allen der Manager Jeff heißt, oder? Ich heiße Jeff. Ist ja ein Zufall. Jeff. Edgar Niki Lauda, Alter, und Mama Lauda. Mama Lauda, ja. Voll den Ohren davon jetzt. Hier kommt es mir voll trocken vor, oder? Aber dann gleich kommt es wieder in den Sektor, wo es nass ist, hier jetzt. Ja. Also langsam sollte sich das Wetter mal einig werden, weil ja, die Intermediates werden ja auch schlecken. Ja, ich will das rauszögern. Eigentlich auch ganz gern. Jeff hat diesmal wirklich was Nützliches vorgeschlagen. So. Nö, nur für meine Strategie. Das ist nichts irgendwie mit Wetter oder so gewesen. Ja. Das behalte ich mal für mich. Das bringt euch auch keinen Vorteil, wenn ihr das wisst. Von der CPU war auch noch keiner, ne? Die Schweine. Nee. Kann sich nichts abgucken bei den Lappen. Aber die wissen ganz. Aber die wissen dann, glaube ich, auch nicht, wann sie wechseln sollen. Weil normalerweise würden sie jetzt Hälfte würde passen. Ja. Es wird blauer, guckt mal der Himmel, jetzt wird's hier heller. Hier ist es zwar noch nass. Ey. Ganz spät gebremst, scheiße. Fahrrad nicht wirklich gut. Die Reifen sind ja auch schon schlechter. Man sieht ja auch hier schon eine relativ gerade. Gerade. Ja, wie gesagt, Übergang zwischen Sektor 2 und 3 ist feucht. Ja. Na, wenigstens schönes Taktikspiel ist auch mal ganz schön. Ja. Ich meine, verhältnismäßig hatten wir ja wenig Regen in der Saison, das muss man ja mal sagen. Wir hatten ja in der letzten Saison teilweise extra auf klares Wetter gestellt, weil es zu oft Regen kam. Hm. Das dann finde ich auch doof. Box, Box. Aber Tasche. Wer aber recht. Das ist eine nackte Folgekiste. Boah, die sagen, der wird noch 10 Minuten anhalten. Mir ist das egal, meine Reifen halten. Ich stoppe nicht zweimal. Ich stoppe nicht zweimal. Und wenn es in der letzten Runde grün auf grün die ist. Die CPU ist in der Box. Mal gucken auf was. Ja, aber können wir ja nicht sehen. Ja, gleich, wenn wir vorbeifahren.
weil die hinter uns sind. Aber nicht auf trocken, sonst kommt bei uns direkt Strategie ändern. Ja, die werden auf Intermediates jetzt gewechselt haben. Spätestens wenn der ist freigeschaltet ist, müssen wir aufs Weg gehen. Ah, ich sag euch, selbst wenn das hier bis Runde 17 noch feucht ist, ne, dann gehe ich halt in der 17 von grün auf grün wechseln, weil ich halt muss. Ja. Ja, ist mir scheißegal, ich stopp hier nur einmal. Ah, ich habe schon 47% jetzt auch. Und entweder ich stoppe letzte Runde grün auf grün, dann wird's nochmal richtig spannend. Oder es kommt gleich trocken. Und das ist, denke ich, das, was passiert. Weil ich bin eine halbe Sekunde schneller und das war keine gute Runde von mir. Ja, zeitentechnisch bleibt es bei mir eigentlich auch relativ gleich. 66.000 ist langsamer als meine schnellste. Bar Support. Hinter euch ist einer reingegangen. Ja. Lol, der sagt sogar, das ist Daniel hinter mir. Und du bist ja eingeschaltet. Ja. Felix, weißt du schon, wann du Real Talk gehst? Nee. Also ich habe jetzt 50% drauf. Eigentlich würde ich es auch rauszögern. Ich würde auch rauszögern, aber ich will es irgendwie auch riskieren, weil wenn ich jetzt wechsle und die Slicks kriege, dann kann ich die Weltmeisterschaft rauszögern. Ja, das stimmt. Brasilien ist eine enge Strecke mit scheiß NPCs, also da ist dann wirklich noch einiges drin. Nee, hier ist es aber zu feucht. Der dritte Sektor, Leute. Da muss die Wolke wegziehen. Wetterbericht. Also langsam merke ich die Reifen. Ah, egal. Heute aber Fritz. Ja, überholt. In der Box. Hat er wieder mitgekriegt, ich wollte nur so tun, als ja, ja. Was ich oben die Anzeige. Warte mal. Ja, bin ich gerade scheiße gefahren. Warte, ich spule nochmal zurück. Was? Was? Du hast ihn überholt? Was hat er gemacht? Max, lass dich nicht verarschen. Alter, mir ist so unglaublich warm, was ist denn heute los? Alles Jungs, so ich bin trotzdem Dritter, ne? Ja, das ist einfach krass. Ja gut, die waren ja schon stoppen, das ist ja okay. Aber sind die auf grün? Ja, ne? Nee. Also Vettel ja, aber Bottas ist auf rot unterwegs. Der verarscht uns. Echt nicht? Nee, ich seh's jetzt auch. Ja, ja. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Ja, ich jetzt auch. Wenn es natürlich jetzt die ganze Zeit feucht bleibt, haben die auf grün gewechselt sind, ist natürlich ein Vorteil, ne? Weil die können mit frischen Reifen durchfahren. Das ist natürlich der Nachteil, wenn ich dann in der 17. Runde gehe. Kann natürlich aber auch vorteilhaft sein, ne? Ja. Also Sektor 1 ist, finde ich, mega trocken, das kriegt man hin. Ach, wer ist in deiner Box? Acht mal drauf, auf was der wechselt. Der wechselt auf grün, der fährt nicht weiter mit rot. Muss ich ja kein Risiko eingehen. War schon raus, scheiße. Jetzt ist es so spannend zwischen mir und Didi, ne? Ja, das werde ich ja nicht aufholen. Kommt halt drauf an, wenn jetzt in den nächsten zwei Runden auf Rot gewechselt wird oder auf Lila, dann wird das ziemlich sick. Ja, stimmt auf jeden Fall.
Ja, selbst wenn dann ein oder zwei Runden auf Slicks gefahren wird, könnt ihr das immer noch mit Grün durchziehen. Hm. Also, dass ich den Vorteil habe, muss es schon gleich passieren. Ich persönlich finde, dritte Sektor geht fast klar. Schwierig. Ich glaube, das wird nicht mehr trocken, also wenn, dann echt letzte Runde. Ja, das Ding ist, ich muss jetzt die ganze Zeit auf Mager fahren. Weil ich kann, weil das Benzin übelst. Ja, bei mir auch. Ich glaube, die das Benzin ist auf Trockenrunden ausgelegt. Jo. Es geht viel schneller runter als normal. War die ganze Zeit Standard und verlieren nur. Ja. Vielleicht, weil die Reifen so schnell durchdrehen. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Fuck you, Jeff. Dazu fehlen uns leider Daten. Mann, das ist echt risky, was mir gerade hier durch den Kopf gegangen ist, die letzte Runde. Ich habe mir so gedacht, ja, gehst du jetzt schon rein? Nee, komm, dann gehst du die nächste, weil das sieht echt gut aus. Jetzt habe ich mir aber so gedacht, okay, ist scheiße, wenn es ganz blöd läuft und ich nur rumrutsche, werde ich nicht mal Dritter und dann kommt Felix noch dran in der Gesamtwertung. Nicht, dass das was Schlechtes wird, aber für mich persönlich natürlich schön. Ich meine, irgendwie muss ich halt versuchen, vor Max zu kommen. Wenn der Erste oder Zweite wird, ist das safe durch. Sich zeitlich alles nichts. Oh! Aber was für die Statistik tun? Ja. Na, dann blätter ich nochmal ein. Warte kurz. Nicht einmal auf Trockenreifen gefahren, die Strecke hier. Hätte es vielleicht nochmal anders aussehen können. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Ja, mir sagt er gerade, es gibt keinen Grund, auf andere Reifen zu wechseln. Bei mir auch wieder zeitgleich. Das macht mich wieder unsicher. Eigentlich hatte ich mich jetzt gerade entschlossen, einfach wieder auf Grün zu wechseln. Dann habe ich wenigstens noch drei Runden, wo die Reifen ein bisschen besser sind. Aber er ist sich anscheinend ja noch unsicher. Digga, lass dich so weit raus. Geh nächste Runde rein. So, Felix. Ja. Beide hingekriegt. Ich muss jetzt auch auf Mager fahren. Das Ding ist, wenn ich jetzt aber auf Grün wechsle und eine Runde später geht's auf. Ne, ist egal, jetzt. Aber du musst wechseln. Zieh ich dann durch, ja. Bin ich gespannt, wo ich rauskomme. Wahrscheinlich Dritter. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wärst du viel langsamer oder? Keine Ahnung. Ja. Aber ich war ja Dritter. Und nicht nur eine Sekunde oder so. Würde mich wundern, wenn ich jetzt zweiter bin.
Na, von der CPU siehst du eh gar nichts. Ne. Ja, sorry, liebe Zuschauer, dadurch, dass ich so lange draußen geblieben bin, auch kein Zweikampf. Lol, ich krieg blaue. Sepp. Ja, das ist easy. Scheiße, fahr schnell, ich muss noch aufpassen. Okay, bleib hinter der weißen Linie. Ja, wie gesagt, solange ich diesen Platz verteidige, bin ich zufrieden. Dann geht nur noch der Kampf zwischen uns beiden, Didi. Aber du holst dir natürlich jetzt im dritten auch nochmal gut einen ab. Ja gut, konnte man nicht ahnen. Ich habe halt spekuliert, aber die Reifen sind halt schon merklich besser. War halt mein Ziel, wenn es auf trocken geht. Wie viel hast du die durchgefahren? Weiß ich nicht, habe ich gar nicht geguckt. 65. War die ganze Zeit im Benzinmenü. Auch sehr wichtig. Das Gefühl, es wird wieder mehr. Gut, dass ich nicht reingegangen war. Ach komm, halt small. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. 2,0 Sekunden ist Bottas hinter mir. Jawohl. Oh Gott, das ist eine Assi-Linie. Hast du nochmal eine schnellste Runde raus zum Abschluss? War mein Ziel, aber nicht, wenn ich so rumschlitter. Feuerwerk! New! Jawohl, Max, dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Die erste Saison, die hier Michael Schumacher mitfährt. Ist gar kein Feuerwerk. Und eines Michael Schumachers würdig. Wuhu! Holt er sich hier den Weltmeistertitel. Gasse, gasse. Ich glaube, auf dieser Strecke hat es auch Jarno Trulli letztes Jahr geschafft. Und dann kam der Funkspruch hier durchs Mikrofon. Den kann ich leider nicht so gut simulieren, aber hier, das kann einer von euch übernehmen. Danke, danke, guys, danke, danke. Und let's jump in the team. Danke, danke, danke. So, dann können wir mal gucken, erkennt das Spiel denn auch, dass Max schon durch ist? Ich bedanke mich bei allen Fans, die mich die ganze Saison unterstützt haben. I mean, look at the crowd. Das ganze Team, klasse Arbeit geleistet. Good job, good job. Really nice. Thanks for all. Thanks for all. Das ist so wie Joey, let's get it to Alter, Joey, let's get it to Joey Heindle. Max, thank you to all. Sag ich lieber nicht. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Schnellste Rennrunde mit Abstand, danach tote Hose. Oh, 9 Sekunden, ey. Felix und ich switchen hier schon wieder die Plätze und dann ist die Gesamtwertung auf Platz 1 ab jetzt uninteressant.
aber auf Platz 2 und 3 kann sich noch viel abspielen. Man könnte höchstens vergleichen mit der nächsten, mit der letzten Saison, wie viele Punkte Dominik hatte, aber da sind wir auch 2 Rennen mehr gefahren. Da gehe ich in den Ruhestand. Ja, so wie Dominik, ne? Einmal mitfahren, gewinnen und verpissen. Nico, ich. Grüße. Grüß dich. Rosberg, Alter. So, was haben wir denn hier für einen Abstand? Wir sind da 17. Bin ich doof? 35, ne? Hm. Nee, hä? Klar, doch, 35. Ja, doch, 35. Das heißt. Ja, keine Ahnung. Letzte Rennen entscheidet. Letzten zwei Rennen außer entscheiden. Außer du fällst aus, dann im nächsten Rennen, dann bin ich durch. Als Zweiter. Das stimmt. Und nach hinten, wie viel hast du da? 29. Ja. Auf Platz 4 genau das gleiche. Aber 4 ist sicher, glaube ich, weil Vettel kommt nicht mehr ran. Oh, schöne Punktzahl, Felix. Wenn du jetzt immer ausscheidest, beendest du die Saison mit 222. Was hältst du davon? Wäre auch geil, ne? Gut, gut. Ziehen wir das nicht weiter in die Länge. Brasilien, Abu Dhabi. Die letzten zwei Rennen. Ich bin gespannt, wie es in echt aussieht. Ich bin gespannt, wie ihr das fandet. Hoffentlich bis zum nächsten Rennwochenende. Tschüss. Ciao.